zum Verständnis, Herr Konertz kann mit keiner Entschuldigung rechnen. Ich habe das gesagt, was ich zu sagen habe, Herr Jung. Ich wollte es verstehen. Dann müssen Sie versuchen, das zu tun. Yes, I'm listening. Herr Schäfer, zum baldigen Bundespräsidenten Herrn Steinmeier hat sich Murat Konertz geäußert. Der war 5 Jahre lang in Guantanamo gefangen und Herr Steinmeier ist dafür hauptverantwortlich, dass Murat Konertz vier Jahre zu lang dort war. Obwohl Herr Steinmeier wusste, dass Herr Konertz unschuldig war, hat er ihn nicht zurückholen lassen. Herr Steinmeier hat ihn als Kanzleramtschef dort verhören lassen, in einem Foltergefängnis, was illegal ist. Herr Konertz hat sich jetzt zu der Nominierung von Herrn Steinmeier geäußert, dass er hofft, dass Herr Steinmeier vor dem Amtsantritt, sollte er denn gewählt werden, auf ihn zukommt und sich entschuldigt für seine Tat, für seine Handlung, für sein Nichtstun. Er solle sein Sündenregister bereinigen. Hat Herr Steinmeier das vor? Ja, zunächst erstmal all das, was Sie Ihrer Frage zugrunde gelegt haben, mag Ihre Meinung sein, kann auch gerne Ihre Behauptung sein, ist aber jedenfalls... Es gab Untersuchungsausschüsse, Herr Schäfer. Genau, aber jetzt lassen Sie mich antworten, oder? Darf ich? Ist jedenfalls nicht mein Verständnis von den Sachen. Die Antwort lautet wie folgt. Die Geschehnisse um Herrn Konertz liegen viele Jahre zurück. In einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sind zu diesen viele Jahre zurückliegenden Geschehnissen buchstäblich alle denkbaren Fragen gestellt und alle Antworten gegeben worden. Dazu ist jetzt viele Jahre später nichts mehr hinzuzufügen. Zusatz? Zum Verständnis, Herr Konertz kann mit keiner Entschuldigung rechnen. Ich habe das gesagt, was ich zu sagen habe, Herr Jung. Ich wollte es verstehen. Dann müssen Sie versuchen, das zu tun. Herr Steiner? Sehe ich das richtig, dass, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass Herr Steinmeier keinerlei, wie auch immer geartete Form der Kommunikation mit Herrn Konertz plant? Ich kann von so etwas nichts berichten. Herr Jung nochmal. Herr Steinmeier meinte ja als Außenminister 2007, dass er immer wieder so entscheiden würde. Sieht er das heutzutage immer noch so, gerade im Hinblick darauf, dass er jetzt Bundespräsident aller Deutschen sein möchte und diesen Fall halt wirklich als Sündenfall immer noch hinter sich herträgt? Auch da kann ich wieder nur sagen, das, was Sie da alles in Ihrer Frage an Unterstellungen mit rüberschieben, mache ich mir nicht zu eigen. Und ich weiß auch nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Diese Verknüpfung, die nicht nur von Ihnen, sondern auch anderswo hier und da ich in den Medien gelesen habe, kann ich nicht nachvollziehen. Ist es für den Herrn Steinmeier eine Option, ihn bei der Bundesversammlung als Gast einzuladen? Ich habe mitverfolgt, dass heute die drei Parteivorsitzenden der diese Regierung tragenden Parteien gemeinsam und öffentlich bekannt gemacht haben, dass Herr Steinmeier ihr Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten in der Bundesversammlung ist. Wenn ich richtig informiert bin, sind die Wahlen in der Bundesversammlung am 12. Februar 2017. Bis dahin ist Herr Steinmeier Kandidat und ich bin nicht der Sprecher des Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Deshalb ist es mir leider nicht möglich, auf Ihre Frage zu antworten. Money, money, I want more money. I don't even know why. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.